Hallo und herzlich willkommen at everyone zu einer neuen Aufnahme von Star Trek Flottenkommando. Ich glaube, das ist in der Zwischenzeit meine fünfte oder sechste Aufnahme in diesem Spiel. Und an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal mich bei allen, also bei at everyone, bedanken für die bisherig sehr gute Aufmerksamkeit. Also zumindest für jemanden, der erst vor circa einem Monat mal angefangen hat, mit YouTube ein bisschen zu spielen. Auch für die positiven Resonanzen und auch die ein oder anderen Feedbacks. Und wenn ihr vielleicht weiter keine Folge verpassen wollt oder auch mal die ersten oder zweiten Folgen ansehen wollt, dann klickt einfach mal da oben darauf und dann kommt ihr zu einer Playlist, wo dann alles nochmal, was ich bisher gesammelt habe, über Star Trek Flottenkommando mit drin ist, beziehungsweise auch ich weitere Folgen verpacken werde. Ja, was machen wir heute? Ich würde heute mal gerne etwas über das Glitschen und Griefen erzählen. Zumindest so, wie ich das verstanden habe und so, wie ich das vielleicht in diesem Spiel auch erlebt habe. Bestimmt gibt es einige von euch, die von bestimmten Sachen vielleicht noch nichts gehört haben. Ich weiß, die meisten sicherlich schon, aber einige sind für diese Tipps vielleicht dann doch dankbar. Ja, Glitsch und Griefen, das hört sich so an wie Wutschen und Wedeln aus Harry Potter, glaube ich, war es gewesen. Aber gucken wir uns das mal mit an. Zu dem einen würde ich sicherlich nur etwas sagen. Und das andere, was mir da bekannt ist, oder eine Sache, die mir da bekannt ist, würde ich gerne mal versuchen zu zeigen. Wir wechseln mal ins Spiel rein. So, genau. Kurz zum Griefen. Ja, was verstehe ich darunter oder was versteht man wahrscheinlich darunter? Was ist Griefen? Ich glaube, das kam mal so auf mit Minecraft, glaube ich. Da gab es dann auch relativ viele, glaube ich, die Sachen, Mensch, da mache ich mal ein Video darüber, wie ich andere Spieler, also es geht da meistens um Multiplayer-Games, so wie ja Star Trek Flottenkommando auch eins ist, wie kann ich die ärgern? Ja, ohne gegen Regeln zu verstoßen. Das ist immer ganz wichtig. Das heißt also, dieses Multiplayer-Game zu nutzen oder auszunutzen, um andere zu ärgern, ohne zu sagen, okay, ich nutze jetzt da irgendwas schadhaft mit aus. Ja? Und das gibt es natürlich bei uns auch. Also zumindest könnte der eine das verstehen und der andere würde es wieder anders bewerten. Aber ich hatte das, was uns als letztes Mal passiert ist, da hat sich wohl ein Spieler, ich sage auch keinen Namen, der spielt auch gar nicht mehr dieses Spiel. Ich glaube, der hat sich mal über irgendwas geärgert. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Zumindest hat er aber die Absicht gehabt, okay, er verlässt jetzt dieses Spiel, er hört damit auf. Aber bevor er aufgehört hat, hat er gesagt, jetzt haut er nochmal richtig so eine raus. Und hat natürlich insbesondere auch eher die schwächeren Spieler extrem stark geärgert. Also kaum, dass man mit irgendwelchen Raumschiffen unterwegs war, ist er dann im Prinzip, hat er sich also den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt, als die Schiffe mit abzuschießen. Das ist kein Verstoß gegen irgendwelche Regeln, das darf man machen. Aber wie sagt man immer so schön, das ist jetzt nicht unbedingt gerade, gehört nicht zum guten Ton vielleicht. Ja? Dabei sollte es auch schon bei diesen Griefen bleiben. Ich würde mal aber gerne mal über dieses Glitschen sprechen. Diesen Begriff hatte ich vorher auch noch nicht so gehört, bin ja schon ein alter Mann. Ja, aber Glitschen ist im Gegensatz zum Cheaten, das kenne ich noch, ja, dass man bestimmte Spielmechaniken oder Fehler im Spiel nutzt, um sich dort, ich meine, nicht besser zu stellen, aber was eigentlich so von den Entwicklern nicht unbedingt so beabsichtigt ist, dann einfach so auszunutzen für sich. Damit schadet man keinen, so wie beim Griefen. Ja, und deswegen würde ich da gerne mal ein oder zwei Sachen zeigen und wäre dankbar darüber, wenn ihr vielleicht auch noch einige Dinge wisst, wo ihr sagt, na, das könnt ihr noch nicht. Das werde ich denen mal sagen oder schreiben. Dann könnt ihr das gerne mal tun. So, wir sind ja im Spiel drin, das ist hier meine Station wieder. Ja, und ich habe jetzt mal meine Schiffe so ein bisschen verteilt und ich würde mal mit den ersten anfangen. Vielleicht gehört das nicht unbedingt so zum Glitschen dazu. Aber ich guck mal, wo wir hier gerade sind. Orte.
Oh. Ich werde hier gerade angegriffen von einem NPC. Ja, wie ihr seht, und das werden eigentlich alle wissen, oder fast alle wissen, das ist sowas wie AFK leveln. Das heißt also, anstatt ich jetzt mir mit meinen Stella an der Stelle hier NPCs jage, aktiv jage, stelle ich die einfach an einen Rand. Das geht bei mir aktuell nur noch in dem Augment-Raum. In den Fraktionsraum funktioniert es nicht mehr. Das hatte ich an einer Stelle auch schon mal erzählt. Und ihr seht schon, dann kommt hier der Gegner und ja. Greift mich hier an, ich gewinne an Erfahrungspunkte dazu, ohne dass ich direkt im Spiel angemeldet bin. Die eigentliche Absicht, glaube ich, ist, dass dieser Gegner nicht aus diesem Raum heraus angreift, sondern außerhalb des Raumes, wo ich nicht anklicken kann. Ihr seht das schon gerade. Standort außer Reichweite. Wenn ich mich also richtig positioniere, dann kommen meistens die NPCs aus diesem Bereich. Und der Vorteil daran ist, wenn ich am Rand stehe, dass ein anderer Spieler mir diesen Gegner nicht klauen kann. Und dann auf einmal selbst der Angegriffene wird. Und meine Stella oder mein Raumschiff dann hier nutzlos die nächsten Stunden dann rumsteht. Ja? Kleiner Hinweistipp. Könnte vielleicht ins Glitchen so mit reinkommen. Ne? Gegner, die von außerhalb kommen und durch andere Spieler nicht mehr anklickbar sind. Verschafft mir einen ganz kleinen Vorteil, es sei denn, jemand kommt und knallt einfach meine Stella ab. Kein Regelverstoß. Was noch interessanter ist, ist der zweite Punkt. Ich habe hier nochmal zwei weitere Schiffe. Jetzt habe ich hier meine Botany Bay. Botany Bay. Da habe ich eine kleine Kuh mit drauf gepackt. Mag die richtige sein, mag die falsche sein, ist egal. Ja, ich habe. Und damit möchte ich jetzt Daten abbauen. Daten kann ich im Augment-Raum abbauen. Ich gehe mal hier kurz in das in die Galaxie mit rein. Jetzt habt ihr gesehen, wo ich bin. Na, hoffentlich überfällt mich jetzt keiner. So, und ich zoome mal ein bisschen raus. Okay, hier ist der Augment-Raum und hier kann man ja Daten abbauen. Am effizientesten geht es logischerweise mit der Botany Bay. Und was würde dann passieren, wenn wir, wo wir dann schon einige Level in dieser Fraktion Augments aufgestiegen sind, was passiert? Wir werden angegriffen von NPCs. Ja? So, und ich denke mal, viele werden sagen, wo machen wir denn da? Dann werden wir mal unsere Botany Bay und dann vielleicht noch ein anderes Schiff in ein System schicken. Ich kann es ja hier mal simulieren. Übrigens, ich stelle mich ab und zu einmal hier außerhalb in ein System mit rein, damit ich dann die Systeme hier schneller mit erreiche. So, und nehme dann Kurs da drauf. Das dauert ja 20 Sekunden. Ziehe mein anderes Schiff hinterher. So, das dauert jetzt ein paar Sekunden, bis die dann in diesem System mit sind. Ich wechsle mal in das System mit rein. Und schon steht hier, sie dringen wieder rechtlich in Augment-Raum ein. So, da ist im Prinzip meine Botany. Die will ich jetzt hier irgendwo ernten schicken. Und schon werde ich angegriffen. Schon werde ich hier angegriffen. Und jetzt nehme ich einfach mein B-Schiff. Greift den NPC mit an. Erledige diesen. Und jetzt wird die Agro, könnte man sagen, auf meine Gladius gezogen. Übrigens nochmal als Hinweis, die Crew gerade ist mir total wurscht, die da drauf ist. Ja, die ist mir zurzeit total egal. Aber ihr seht, jetzt greift dieser NPC meine Gladius an. Nein, die kann ich ja nach Hause schicken. Und meine Botany steht hier, ohne dass sie von einem NPC angegriffen wird. Und jetzt kann ich in Ruhe minen, meinen oder wie auch immer. Das ist natürlich kein Glitch. Jetzt zeige ich euch mal, wie das auch ohne geht. Auch das wissen viele.
Ja, ich schicke erst einmal meine Batterie wieder zurück hier. Oh, das geht ja ganz schnell. Und dann hoffe ich mal, dass dieser Trick letztendlich auch funktioniert. Ab und zu braucht man mal ein paar Anläufe. Aber ich lasse jetzt mal ein zweites Schiff einfach weg und nehme nur meinen Miner. Und den schicke ich jetzt ins System. Ich kann ja einfach mal das Nachbarsystem nehmen. So, wie lange brauchen wir denn, wenn wir da hingesprungen sind? Naja, auch eine halbe Minute. Aber geht ja ganz schnell. Ihr seht ja, zack. So, und dann wechsle ich schon mal in dieses System hier mit rein. Und jetzt nutzen wir mal diese Spielmechanik so ein bisschen mit aus. Richtig genau erklären, warum das jetzt so ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber letztendlich geht es darum, folgenden Ablauf zu machen. Der kann auch ein bisschen anders sein. Also ihr seht, ich werde jetzt hier wieder angegriffen. Man ist in das System drin und wartet, bis der NPC auftaucht und uns angreifen möchte. Da ist er. So. Na, reagiert er? Ja, er reagiert. Sieht jetzt ein bisschen, scheint hier ein Grafikfehler zu sein. So, und jetzt können wir mal Folgendes versuchen. Wir werden jetzt diesen so tun, als ob wir diesen NPC angreifen. Dann gehen wir aber auf Warp und normalerweise, wenn der Warp abgeschlossen ist, also unser Schiff springt, verschwindet ja der NPC. Wir werden aber kurz vorher abbrechen und dann einfach einen anderen Weg nehmen. Und in der Regel bleibt dann der NPC einfach stehen. Und ich werde nicht weiter angegriffen. So, also wir können es ja mal versuchen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu nah dran. Jetzt muss ich mal anklicken. Wir greifen an. Ich rufe zurück. Brech vorher den Warp-Vorgang ab. Und bewege mich einfach an anderer Stelle. Und wie ihr jetzt hier seht, dieser Sulliban Bounty Hunter... Der greift mich nicht weiter an. Der steht jetzt da einfach rum. Und vielleicht ist es euch auch schon mal aufgefallen, wenn ihr in irgendein System reinspringt, zumindest die, die diesen Trick noch nicht kannten, dass dort irgendwelche NPCs einfach rumstehen, die eigentlich von der Stärke her nicht zu diesem System gehören. Ja, ansonsten werde ich jetzt hier meiner Mannschaft auf einen von diesen Knotenpunkten stellen. Ach, 19.000 ist zu wenig. Haben wir hier nicht noch ein bisschen 17.000er, 18.000er? Null. Das ist immer so, wenn dann die Daten nicht komplett abgebaut sind, kann man da selber nochmal den Rest mitmachen. Ja, ansonsten haben, glaube ich, diese Datenknoten 60.000 an der Stelle. Ja, wenn ich jetzt hier auf diese Null mit drauf gehe, dann sind natürlich die entschlüsselten Daten sofort abgebaut. Das dauert ja nur eine Sekunde. Ich gehe hier nochmal ein Stückchen beiseite. Der Datenknoten, der erholt sich, sind jetzt 60.000. Ich gehe wieder rauf. Ist in Ordnung. Ja, ist wieder gefüllt. So. Jetzt haben wir 13 Minuten. Für ein, zwei Sekunden würde ich euch noch was anderes zeigen, was manchmal vorkommen kann. Vielleicht für den PvP-Player oder zukünftige PvP-Player interessant. Das ist mir bei jemandem, als wir mal vor einigen Monaten in der Zwischenzeit schon in einer Art Serverkrieg waren, hat mir jemand von der Allianz Rex das mal gezeigt, bildhaft auch gezeigt, also Learning by Doing. Und zwar, wie kann ich Feinde in die Falle locken? Und das gebe ich jetzt auch gerne preis. Ja? Machen wir auf wieder zwei Schiffe. Ein Schiff. Da muss man natürlich auch dann aufmerksam das Spiel spielen. Also es geht natürlich nicht AFK. Ne? Also diejenigen, die dann auch wirklich 24/7 unterwegs sind. Ja? Ich habe hier noch ein drittes Schiff. Ich habe hier einfach mal meine Discovery genommen, weil ich mit der ja relativ zügig springen kann, um euch das jetzt immer mal zu zeigen. Und dann lasse ich dann ordentlich mal, wo die jetzt gerade ist. Ihr habt es gerade gesehen, wo sich das Bild aufgebaut hat, wo die steht. Aber jetzt seht ihr sie nicht mehr. Ich habe jetzt kein zweites Schiff mit draufgestellt. Man braucht dafür meistens noch ein zweites Schiff, nämlich ein Abbauschiff. Vielleicht eine Dwar, die man dann in der Nähe
einer solchen Zitadelle als Beispiel ja auf den Knoten raufpackt. Und die Devor ja irgendwann mal OPC sein könnte. Überladen. Damit ist sie frei zum Abschuss. Das heißt, jeder kann dann im Prinzip dort drauf. Das ist erlaubt unter der Community. Und kann dann Rohstoffe, die über der geschützten Fracht sind, sich einheimsen. So, und jetzt komme ich natürlich als derjenige, der sagt, ja, jetzt möchte ich hier diese Dwar, die da mehr drin hat, als sie darf, ernten. Und schick mein Kampfschiff, das kann ich jetzt hier nicht simulieren, hier rauf. So, und der PvP-Player ist immer noch nicht zu sehen, versteckt sich hier hinter mit einem Kampfschiff. Oder mit einem Abfangjäger oder was auch immer. So, und in dem Moment, wo dann der Ahnungslose hier vorbeikommt, um die Dwar zu ernten, dann greife ich mit meiner versteckten Discovery oder Jellyfish oder was auch immer an. Zack, komme ich aus meinem Versteck heraus und fange den Abfangjäger ab. Kleine, clevere Geschichte. Vielleicht in Kriegszuständen, wenn jeder jeden jagt, interessant. Ja, ein kleiner Spaß, wenn man so möchte, so nebenher. Ja, ich denke mal, at everyone von euch hat's gefallen. Ich werde bestimmt die nächsten ein, zwei Tage, ich habe da noch was mit der Stella vor, dann nochmal ein nächstes Video mit aufnehmen. Ich denke mal, das ist vielleicht auch noch interessant für euch. Ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle einen schönen Tag, einen schönen Abend und dieser Gruß geht natürlich at everyone.